So, willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Heute fangen wir unser fünftes Team-Pokémon an. Und die Stadt, die wir gerade neu gefunden haben, die ignorieren wir jetzt einfach mal fürs Erste. Die schauen wir uns später an. So, und zwar fliegen wir jetzt nach Trostio. Wir haben jetzt ein spezielles Pokémon gefangen. Das war nämlich unser Charmian, das wir brauchen. Ah, warte, nein, ich habe mich verflogen. Ich muss nicht nach Trostio, sondern ich muss woanders hin. Und zwar muss ich nach Weideburg muss ich hin, genau. Weideburg, das ist ziemlich wichtig, dass ich hier nach Weideburg fliege. So, okay. Und jetzt werde ich zum Attackenlerner gehen. Oder Attackenhelfer, was auch immer, wie man den auch nennt, diesen Fuzzi. Ja, ich hab's kopiert. Professor Abe. Ich will eigentlich nur Fahrrad fahren. So. Schade, dass man kein Auto fahren kann. So einen fetten BMW, so Pokémon fahren. So ein paar Leute über Matschhaufen fahren, so wie bei GTA. Naja, ich glaube, der müsste hier sein. Ja, scheint so zu sein. Ja, das ist eine Herzschuppe, du hast es erfasst. So, Charmian. Und zwar soll es die Attacke Hypnose lernen. Charmian werden wir nicht ins Team tun, sondern wir brauchen Charmian und auch die Attacke Hypnose. Vergessen tue ich Charm. Ja. Okay. Gut. Als nächstes fliegen wir nach Trostio. So, jetzt werden wir was machen, was ich noch nie in einem Let's Play gemacht habe, und zwar ist das sogenannte, sorry, falls ich mich jetzt versprechen sollte oder den Namen falsch aussprechen sollte, es heißt Chain Breeding. Und zwar ist Chain Breeding eine Methode, in der man ein Pokémon mit einem anderen Pokémon paart und dadurch bekommt das geschlüpfte Pokémon eine Attacke, die das geschlüpfte Pokémon normalerweise nicht erlernen würde. Ich habe jetzt mein Charmian Hypnose beigebracht, weil ich möchte, dass das geschlüpfte Pokémon die Attacke Hypnose beherrschen soll. Jetzt müssen wir unser Charmian mit einem unserer Pokémon paaren, was nicht Hypnose kann. Und genau dieses Pokémon haben wir schon gefangen. Also das Pokémon, was wir ins Team nehmen wollen, haben wir schon gefangen. Und zwar ist das Pokémon ein Ponyta. Ja, ich werde ein Galoppa ins Team nehmen. Ganz einfach, weil es keine anderen Feuer-Pokémon gibt und Galoppa, wenn es einen hohen Initiativwert hat, ein richtig gutes Pokémon ist. Vor allem, wenn es die Attacke Hornbohrer beherrscht. Ich habe auch schon probiert, ob man Hornbohrer durch Chain Breeding erlernen kann. Leider geht es nicht, weil es kein dementsprechendes Pokémon dafür gibt. Da gibt es so Nidorans, was gibt es noch? Rihorns, und die kann man alle nicht in diese Edition fangen. Dann habe ich die Attacke Hypnose gesehen und da habe ich mir gedacht, ja, Ponyta ist ziemlich schnell, da ist eine Hypnose-Attacke auch ganz passend. Jetzt muss ich meine Ponytas finden, wo habe ich die denn? Ach ja, stimmt, die habe ich ja in die Pension schon reingetan. Gut, das heißt, ich muss jetzt ein Ponyta mitnehmen. Am besten das weibliche, denn wir müssen weiblich mit dem männlichen paaren. Unser Charmian ist ja weiblich, das heißt, ich muss das männliche in der Pension lassen, damit es sich mit dem Charmian paaren lässt. Und das weibliche Ponyta nehme ich jetzt einfach wieder mit. Mein Mann hat schon nach dir gesucht. Oh verdammt, wir müssen erst das Ei mitnehmen. Ja, es gab bestimmt ein Ei. Das ist ziemlich... Ja. Wir müssen erst das Ei mitnehmen. Sonst nimmt die unser Pokémon nicht an. Möchtest du es haben? Nein. Dann werde ich es behalten. Oder möchtest du es doch behalten? Nein, nein, nein. Nein, ich will das Ei nicht. Na. Ich habe mich vertippt. Scheiße. Mal wieder. Ich habe mich mal wieder vertippt. Jetzt bin ich zu blöd, die Tür zu benutzen. So. Ja. Okay. So, dann lag ich das Ei einfach in die Box. Das ist total umständlich jetzt. So, Pokémon bewegen. Dann, wo ist mein Ponyta? Mein Ei-Ponyta oder Ponyta-Ei, was auch immer. Nein! Ah, scheißen durch.
So, hier. Du bleibst hier drin. Für immer. Du wirst für immer ein Ei bleiben. Viel Spaß. So. Die anderen Pokémon in der Box machen Rührei aus dem. Dein Ponyta ist um 12 Level gewachsen. Dein Ponyta ist um 12 Level gewachsen. Du hast dasselbe nochmal gesagt. Herzlichen Glückwunsch. So, wir müssen das Weibliche mitnehmen. Boah, Level 26. Gut, das weibliche Ponyta wird jetzt mitgenommen. Und jetzt lagern wir Charmy in die Box rein und dann wird es sich mit dem Ponyta paaren und das geschlüpfte Ponyta wird hoffentlich die Attacke Hypnose beherrschen. Ja. So, Ponyta. Nein, Charmian. So, es kann hier die Attacke Hypnose. Ich mache jetzt vorher sicherheitshalber ein Safe State. Nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Sicherheitshalber, so, der Safe State ist gesetzt. Gut, und jetzt müssen wir warten, bis das Ei rauskommt. Das dauert jetzt ein bisschen, wir müssen jetzt eine bestimmte Anzahl an Schritten gehen, damit irgendwas passiert. Ich laufe jetzt einfach mal hin und her, so von Route zu Route, dann passiert hoffentlich was. Und wir sollten dann das Ei bekommen. Ungefähr so, glaube ich, funktioniert der Trick, ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach von Route zur Stadt hin und her wechseln. So, schauen wir mal nach. Na, noch dauert es. Die beiden mögen sich nicht sehr. Oh doch, die werden sich irgendwann mal mögen. Irgendwann mal. Das dauert bestimmt seine Zeit. So, jetzt müssen wir irgendwie totschlagen, die Zeit, ja, oder Zeit totschlagen, was auch immer. Wir könnten jetzt Weideburg erforschen. Währenddessen. Ja, genau, ich erforsche währenddessen Weideburg, während die Eier hier. Oder während die Pokémon sich noch kennenlernen müssen, sagen wir es mal so. Oder nein, wir haben ja Surfer, wir haben Surfer! Das heißt, wir können jetzt auch Surfstellen erforschen. Ha! Ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Wir erforschen jetzt alle Surfstellen von Sinnoh, aber ohne zu fliegen. Genau. Das ist die perfekte Idee. Jetzt surfen wir ein bisschen durch die Gegend. Gut, diese Surfstelle kennen wir ja schon bereits. Die haben wir im letzten Part schon besucht. Die muss ich euch jetzt nicht genauer. Die müssen wir jetzt nicht genauer anschauen. Wir haben die ja schon genau angeschaut. Da gibt es nichts mehr. Das dauert so lange, das Surfen. Gleich taucht ein wildes Pokémon auf. Jawohl. Komischerweise tauchen fast immer Tentachas auf, wenn man surft, was ich sehr einfallslos finde, denn es gibt so viele Wasser-Pokémon. Warum nur Tentachas? Das ist scheiße. Okay. Gut, hier gibt es keine Surfstelle, aber ich weiß, wo es weitere Surfstellen gibt, und zwar südlich von Sandgame ist eine Sandstelle. Sandstelle. Nein, eine Surfstelle. Die können wir uns anschauen. Die ist auch ziemlich groß, da gibt es auch einige Trainer. Ja, das ist eine gute Methode, um Zeit totzuschlagen. Gut, dass es hier Stufen gibt, so muss ich jetzt nicht durchs Gras durchlaufen. Naja, oder fast nicht durchs Gras durchlaufen. So, wir haben Sandgehen erreicht. Hier ist die Surfstelle. Und zwar ist es eine riesige Route, die teilweise nur aus dieser Surfstelle besteht. Ich zeige es euch mal schnell auf der Karte. Ja, hier ist die Surfstelle und da kommen wir irgendwo an. Aber leider gibt es hier keine Stadt oder ein Pokémon Center da irgendwo drumherum. Also wir müssen quasi mit den Pokémon auskommen, ohne sie heilen zu müssen. Oder so ähnlich, was auch immer. So, ein wildes Pokémon. Wer hätte es gedacht, ein weiteres Zentara? Moment. Ah, jetzt, okay. Ich hab's doch gewusst, die Musik war ein bisschen zu schnell. Haha, Doppelkampf. Ich mag meinen Schwimmreifen und ich bewundere Quallen-Pokémon. Oh, Tentacha. Tentacha Invasion incoming. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen, aber meine Pokémon können.
Interessant. Gut. Chaleros und Meryl. Okay. Die westliche Form von Chaleros. Unsere Pokémon haben keine Rufe? What the f... Frikadelle. Okay, dann haben sie halt keinen Ruf, ist auch egal. Unsere Pokémon sind zu Geistern geworden. Sie haben ihren Ruf verloren. Creepy Bastard. Surfer und Bizarro-Raum. Leider wird Surfer unser eigenes Pokémon treffen. Unser Pokémon hat gerade keinen Ruf bekommen, keinen Schlag-Sound bekommen, sagen wir es mal so. Merkwürdig. Was geht hier falsch? Unsere Pokémon haben keine Rufe mehr. Selbst. Was geht hier schief? Warum haben unsere Pokémon keine Rufe mehr, aber die gegnerischen Pokémon Rufe? Ich check's nicht. Naja, Blizzard und unser Bronze und ist jetzt das schnellere Pokémon. Hypnose. Nein. Sondersensor. Seht ihr das? Oder hört ihr das? Oder hört ihr es nicht? Unsere Pokémon. Das ist witzig. Wenn unser Pokémon getroffen ist, kommt kein Geräusch. Ich glaube, ich habe da irgendwas jetzt eingestellt, wo ich mich bestimmt vertippt habe oder so. Vorhin war ja die FPS-Anzahl falsch. Anscheinend habe ich noch mehr verstellt. Scheiße, bin ich. Immerhin funktioniert der Blizzard. Der Sound zumindest, sagen wir es mal so. Ein Meryl. Hat einer nicht gesagt, dass er nur Quallen-Pokémon hat? Momentan sehe ich zwei Meryls und ein Chaleros. Noch kein Quallen-Pokémon. Oh, was ist das? Surfer, achso. Nochmal Blizzard und Sonnensensor auf Chaleros. Warum ist Chaleros schneller? Wir haben Bizarro-Raum benutzt. Oder ist Chaleros noch langsamer als Bronzong? Anscheinend. Und warum ist Meryl jetzt schneller? Sind beide etwa langsamer als Bronzong? Das ist heftig. Das ist lustig, das ist lustig. Unsere Pokémon sind still. So, ich hoffe, unsere Pokémon in der Pension paaren sich jetzt. Während wir hier kämpfen. Hypnose und... ja, Blizzard. Das ist irgendwie komisch, dass da kein Sound kommt. Das macht mir Angst. Hör auf damit. Pokémon, gibt endlich ein paar Geräusche von euch. Macht euch bemerkbar. Das zieht ja fast gar nichts ab. Ich glaube, ich wechsle. Das dauert ja sonst ewig. Halt, Waterloo lasse ich draußen. Das heißt, ich muss jetzt kämpfen mit Waterloo. Nochmal Blizzard und Bronzong wird ausgewechselt. Und zwar setze ich jetzt Frau Löwe ein, dann geht es deutlich schneller. Auch hier ist kein Sound. Was geht da schief? Ist das Stereo-Sound irgendwie verbuggt? Dass auf der linken Seite des Stereos nichts mehr zu hören ist? Oder liegt es an meinem Lautsprecher? Ich glaube, das liegt an meinem Lautsprecher. Der ist kaputt, glaube ich. Ich glaube, mein Lautsprecher ist kaputt, deswegen höre ich nur den rechten
Sound und nicht den linken. Ja, stimmt, das liegt an meinem. Genau, das liegt an meinem Lautsprecher. Mein Lautsprecher ist nämlich kaputt. Mein linker Lautsprecher ist kaputt, deswegen höre ich nur den rechten Sound. Also ich quasi nur. Ich höre jetzt quasi keine Sounds mehr, die von der linken Seite kommen, von unserem Feld her, sagen wir es mal so. Ihr hört es wahrscheinlich. Aber ich höre es nicht. So, Funkensprung. Als Shellos. Nein, Shellos ist kein Bodentyp. Erst Gastrodon ist einer. Ja, das ist der Beweis. Hier. Ja, ihr habt es gerade beide alles gehört wahrscheinlich. Ich habe es gerade so gehört, dass auf der linken nichts kam. Also von der Seite von Frau Löwe kam da kein Sound. Aber auf der rechten Seite kam der Sound. Das ist ziemlich komisch bei mir. Aber bei euch ist es, glaube ich, normal. Ich muss meinen linken Lautsprecher ersetzen. So kann ich nicht aufnehmen. Das ist irgendwie seltsam. Okay, jetzt soll ich nur mit einem Lautsprecherpegel. Ich glaube, ich muss das umstellen auf Mono. Ah, du bist eingefroren. Lake. Und Funkensprung. Okay. Gut, ich glaube, ich werde es jetzt umstellen auf Mono. Dann müsste ich was hören. Für euch wird es, glaube ich, keinen Unterschied machen, glaube ich. Zumindest. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit ganz aus. Bei Stereo, da ist es halt so, da sind auf beiden Lautsprechern Seiten belegt. Jeweils eine Seite für jeden Lautsprecher und bei Mono, da ist alles auf beide Lautsprecher verteilt. So, jetzt müsste ich wieder was hören können auf der linken Seite. Und für euch ist es, glaube ich, unverändert. So, diese Route ist ziemlich komplex. Die habe ich nur einmal erforscht, muss ich zugeben. Einmal im Leben, sag ich mal. Schwimmen ist eine Ganzkörpererfahrung. Du solltest auch schwimmen. Nee. Ja, schön. Während der Dämmerung im Wasser zu kämpfen. Ja, ich höre meinen Sound wieder. Ich höre die linke Seite wieder. Ach, das ist so schön. Lake. Lake ist eine gute Attacke. Denn wir haben ja jetzt die Hälfte unserer KP verloren, das heißt, das macht die Attacke Lag stärker. Und da ist noch Step drauf. Leider ist die Attacke nicht effektiv, weil der Gegner ein Wassertyp ist. Aber wir müssen das Pokémon auch so down kriegen. Hornattacke! Warum kann mein Pokémon kein Wasserring? Wasserring ist eine schöne Attacke. Bei einem Defender-Pokémon ist die Attacke noch übler. Was gibt denn es für Wasser-Defender-Pokémon? Wylord könnte man als Defender nehmen, wenn es die Attacke Erholung kann. Und Amnesie, dann ist Wylord ein richtig guter Defender. Yugong ist auch ein... Ja, kein 100%iger Defender, aber ein guter mit der Attacke Erholung auch wieder. Corazon ist auch ein Defender, er kann Genesung. Ja. Und spontan fallen mir keine anderen Defender mehr ein. Hast du nur Goldinis? Anscheinend. Ne, das letzte ist ein Goldking. So, noch zwei Level, da haben wir einen Empoleon. Ich sollte jetzt nicht gegen so viele Trainer kämpfen, da ich meinen Ponita noch trainieren muss. Es wird Level 1 haben, wenn es ausschlüpft. Das heißt, wir müssen es sehr, sehr häufig dann einsetzen müssen, damit es die ganzen Level einholt, sag ich mal.
werde es wahrscheinlich dann offscreen hoch trainieren müssen. Auf unser Level. Oder ich benutze ein paar Trainerkämpfe und mache das in Let's Play. Dann müsste das eigentlich auch recht schnell gehen. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir denn insgesamt für unser Ponyta dann? Wird es uns hier angezeigt? Ich sehe es gerade. Die Gesamt-KP werden gerade nicht angezeigt. Ich schaue es nach dem Kampf an. Erstmal muss ich dieses Goldin noch glatt machen. Pflege. Die Attacke war ein bisschen stärker als eine normale Dreschpflege, da Goldini viele KP verloren hat. Okay. Alles klärchen, jetzt schaue ich nach, wie viel Gesamt-KP, EP unser... Ja, unser Pokémon hat, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie viel EP wir brauchen, damit unser Ponyta auf dem Level unserer Pokémon ist. Gesamt-EP 35.909. Das entspricht etwa die Erfahrungspunkteanzahl, die ein Pokémon braucht, von Level 99 auf Level 100 zu kommen. Ist theoretisch nicht viel, ist nicht viel. Aber mit den Pokémon, die bei uns auftauchen, da dauert es natürlich auch eine Zeit lang. Wenn wir jetzt gegen Siegestraßen-Pokémon kämpfen würden, die so Level 50 haben, dann geht es natürlich viel schneller. Aber momentan haben wir nur Pokémon, die auf Level 30 sind. Da dauert es nur halb so lang. Halb so schnell. Da dauert es halb so lang. Warum sage ich so nicht gleich? Der menschliche Körper treibt im Meer. Schwimmen ist also sehr einfach. Ja, man muss einfach nur so machen. Mehr ist es nicht. So, ein bisschen mit den Beinen strampeln, dann ist man überm Wasser. Für alle Leute unter euch, die nicht schwimmen können. Ich muss mein Pokémon mal wieder heilen. Haben wir ein Heil-Item? Nein, leider nicht. Verdammt! Ich sollte mir vielleicht wieder ein paar Heil-Item kaufen. Besonders bei unserer Route hier, die ziemlich lang ist und kein Pokémon-Center hat, ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und Pliprin, du wirst es überleben. Ich glaube an dich. Es ist nur ein Blubstrahl. Sehr gut. Nach dem Kampf werde ich ins Pokémon-Center zurückfliegen und mein Pokémon heilen und gleich ein paar Tränke kaufen. Enton! Enton, Enton! Warum kein Enteron? Enteron ist immer noch zu stark! Wir müssen immer noch Basis-Pokémon reinbauen! Enton ist immer noch zu stark! Wir sind solche... Wie meinst du, zu gut mit den Spielern? Kratzfurie, bitte nicht! Okay, 5. So knapp vom Level ab. Und dann dreifacher Hit mit Grasfugel. Verdammt. So knapp. Na warte, das zahle ich dir jetzt heim. Du wirst grausam jetzt sterben, Frau Löwe. Na warte. Funkensprung. Leide. So endet man, wenn man mein Pokémon tötet. Merkt es euch. So. Das Wasser ist salzig, you don't say. Oh, das Item möchte ich mir noch mitnehmen lassen. Oder mitgehen lassen, was auch immer. Äther, naja. Gut, dann nach St. Gamer zurückfliegen. St. Gamer hatte zum Glück einen Markt, den allerersten Markt, den wir jemals gesehen haben. Hallo, willkommen im Pokémon Center!
Meter, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Bla bla bla. Was? Hey, warst du schon nicht schon mal hier? Ja, verdammt. Ich war hier schon 1000 Mal. Hör auf, mich zu begrüßen, bitte. Warum sagen die immer, willkommen im Pokémon Center? Ich weiß, wo ich bin. Ich gehe ja auch nicht ins Krankenhaus und sage, willkommen im Krankenhaus. Das kommt ein bisschen komisch vor. Man weiß, wo man ist. Oder wenn man bei McDonald's ist. Hey, du bist bei McDonald's. Willkommen bei McDonald's. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ja gut, das sagt man ab und zu vielleicht. Aber eigentlich ist dieser Satz völlig unnötig. Man weiß doch, wo man ist. So, Hypertrank. Ich kaufe mir jetzt 20 Hypertränke und dann haben wir einen guten Vorrat. Okay, wie viele Pokébälle haben wir denn? Haben wir schon die 100 Pokébälle gekauft, die ich in jedem Let's Play, ja fast jedes Let's Play, kaufe? Ja, wir haben die 100 Pokébälle schon. Okay, passt. Okay, ich bin gerade überlegen, ob ich zurückfliegen soll und schauen soll, ob meine Pokémon schon Liebe gemacht haben. Ich schau mal schnell. Wenn wir hier gerade schon auf einer kleinen Pause sind. Willkommen in Trostio. So. Hier, da ist der alte Mann. Ja. Verdammt. Dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Route hier haben, werden sie sich näher kennengelernt haben. Und ein bisschen Golf gespielt haben. Golf spielen. Ihr versteht, einlochen. Das Runde muss in das Loch rein. Was? Nein, das Runde besser nicht. Nee, das Runde ist ganz falsch. Das, was in dem Runden drin ist, muss in das Loch. Ich halte meine Klappe. Okay, haben wir gegen die schon gekämpft? Ich glaube schon. Mann, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mich nur an das erinnern, was gerade eben passiert ist. Und an mehr nicht mehr. Das ist, ich wette, wenn ich so 70 bin, dann habe ich extreme Demenz. Hä, wer bist du? Hä? Wer bist du? Ich bin dein Sohn! Wer ist das? Margret! Ja? Wer ist dieser Typ? Dein Sohn! Warum kämpfe ich gegen dieses Tentacher? Ach ja, richtig. Ich will den Level abhaben. Stimmt. Giftspitzen! Okay, wenn ich jetzt wechsle, dann kann ich gleich wieder normal zurück ins Pokémon Center gehen. Giftspitze ist eine fiese Kombination mit Brille und Wirbelwind. Und Level up. Level 35. Ein Level noch, dann haben wir einen Empoleon. Dann können wir ganz Europa erobern. Wusstet ihr, dass Napoleon Moskau erobert hatte? Also hat er etwas geschafft, was Hitler nicht geschafft hat. Hitler kam ja nur bis Moskau, er kam nur vor Moskau an, ne? Dann haben seine Soldaten gesagt, ne, komm Hitler, ich hab keinen Bock mehr, ne, wir gehen heim. Wir haben keinen Bock mehr auf Moskau. Moskau ist zu kalt. Ja, und dann konnten sie Moskau nicht einnehmen und dann sind sie heimgegangen. Bis sie dann von den Russen dann begrüßt worden sind. Ja, in ihrer Hauptstadt. Bei Napoleon war es so, dass der hat Moskau erobert, jedoch nur für ein paar Tage. Danach haben Rebellen oder sowas oder die russische Armee, die haben dann
Moskau wieder zurückerobert und Napoleon danach zurückgedrängt. Auch wieder, ja, der Winter, der hat's ausgemacht. Ja, hier bin ich wieder. Leider hat sich gerade mein Mikrofon ausgeschaltet und auch gleichzeitig ist meine Webcam gerade ausgegangen. Und ja, deswegen habt ihr mich gerade kurz nicht mehr gehört. Ich habe mich jetzt auf die Webcam pur umgeschalten, also mein Mikrofon funktioniert jetzt gerade nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust, es umzustecken. Jetzt hört ihr mich per Webcam und jetzt seht ihr mich auch per Webcam. Das heißt, der Sound klingt jetzt ein kleines bisschen anders als sonst. Aber das soll uns nicht stören, im nächsten Part wird das wieder normal sein. Ich habe jetzt bloß keine Lust, jetzt extra umzustecken und so, und dann geht der PC noch aus und das ist mir ein bisschen zu mühselig, deswegen nehme ich jetzt per Webcam auf. So, wir waren dabei, dieses Pelippe zu killen, genau. So, und wir waren bei dem Krieg gegen Napoleon, genau, der Winter, der hat Napoleon dann zurückgedrängt, weil Soldaten können kaum kämpfen, wenn der Winter da ist, ja. Der Adolf, der hatte dasselbe Problem damals, wo er die Sowjetunion angegriffen hat. Da hat der berühmte russische Winter dem Hitler einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich glaube, ohne den Winter, den die Russen damals hatten, der ist ja damals sehr früh damals aufgetaucht. So im November, glaube ich, begann der schon, oder im Oktober, da begann der Winter schon. Und ich kann euch sagen, wenn es diesen frühen Winter nicht gegeben hätte, dann hätte Hitler diesen Krieg gewonnen. Ja, das Wetter damals in Russland hat den Krieg quasi schon entschieden gegen Deutschland oder auch für die Sowjetunion. Und so hat der Winter es, ja, uns erlaubt, dass wir nicht zu Nazis werden, ja? Also verdanken wir dem Winter, dass wir keine Nazis sind. So, oh, Wetter. Also ihr seht, das Wetter kann einen Krieg entscheiden. Ja, für alle Strategiespieler unter euch, die irgendwie solche Spiele spielen, wie die Total War Spiele oder sowas, ja? Denkt an mich, wenn ihr mal ein schlechtes Wetter habt oder eine schlechte Jahreszeit. Ja, also im Winter sollte man keine Angriffskriege führen. So. Jetzt rede ich über Kriege, unglaublich. Was laufen zurzeit für Kriege? Im Nahen Osten versucht der Islamische Staat, sich unabhängig zu erklären. Dann gibt es noch Krieg in der Ukraine. Und in Afrika gibt es tausende Kriege. So, wir haben Carbon gefunden. Das erhöht, glaube ich, die Initiative. Carbon, jawohl, erhöht die Initiative, sehr gut. Ich gebe sie Kampfeige. Ich hoffe, mein Bonita schlüpft bald, oder ich krieg bald mein Bonita. Och man, ich mag solche Wasserroten überhaupt nicht. Zum Glück gibt es hier in diesem Spiel kaum Wasserroten. Vielleicht läuft der Surfer-Charakter deswegen so langsam. Damit man das genießt, dass es hier nur so wenige Surfstellen ist. Oder gibt. In der dritten Generation, da läuft der Surf-Charakter quasi sehr schnell, ja, da rast er ja förmlich durchs Wasser. In der vierten Generation schleicht er übers Wasser. Ein Grund könnte es sein, dass es, wie gesagt, so wenig Surfstellen gibt. Und bald haben wir ein Empoleon, dann werden wir Europa erobern. Wasser-Pokémon können in vielen verschiedenen Formen und Größen vor. Ich zeige dir das Wasser-Pokémon, das ich mir ausgesucht habe. Interon!
Hallo Interon. Wir haben vorhin schon von dir gesprochen. So, hier wechsle ich aus. Das dauert mir, glaube ich, ein bisschen zu lange, Wasser gegen Wasser-Pokémon kämpfen zu lassen. Kratzfurie! Mit der Attacke wurde vorhin mein Flippen zu Tode gequält. Es sind bestimmt wieder 5 Treffer. Nein. Vorhin waren es gar keine 5 Treffer. Also was sag ich da? Voll, es werden wieder 5 Treffer. Wenn es vorhin gar keine 5 Treffer waren. Na. Funkensprung, das müsste. Boah, ich übersteuere extrem. So, jetzt. Wir können ein bisschen weiter weg. So. Jetzt habe ich den Nachteil, ich kann mich nicht stumm schalten. Das heißt, ihr werdet jetzt jeden Räusper, den ich jetzt vor mir gebe, hören. Leider. Oh, hier ist eine Sackgasse. Wie gemein. Na gut, dann ist er von wieder zurück. Lalala. Ach ja. Hat auch was. Würde ich gerne mal machen wollen. Während der Dämmerung im Meer schwimmen. Ach, das wäre bestimmt ziemlich harmonisch. So im Sonnenuntergang im Meer schwimmen. Während der Sonnenuntergang, also während die Sonne übers Meer zu sehen ist. Und so übers, ja, und so das Wasser quasi zum Leuchten bringt. Ach, das ist, sowas mag ich. Gut. Wenn wir gut sind, haben wir in diesem Part vielleicht noch einen Empoleon. Es ist nur noch ein halbes Level, was unser Glibrin braucht. Dann ist unser Pokémon auch ein Stahltyp. Was Vor- und Nachteile bringt. Ein Vorteil ist, dass es uns resistent macht gegen Normalattacken. Ein Nachteil ist jedoch, dass wir anfällig werden für Bodenattacken und auch für Kampftypen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Nicht verwirren. Aquavelle ist 30%, dass es verwirrt. Okay. Und Metallklaue. Eine Stahlattacke. Da ist dann auch Step drauf, wenn unser Pokémon sich entwickelt. Aber noch ist da noch kein Step drauf. Ja, nicht mehr viel. Bald haben wir einen Empoleon. So, hier waren wir schon. Haben wir gegen den schon gekämpft? Ich meine, der bewegt sich noch. Trainer, die sich bewegen, gegen die hat man meistens noch nicht gekämpft. Und wenn man gegen die gekämpft hat, dann bewegen sie sich nicht mehr. So, ich... Nee, ich habe jetzt keine Lust, gegen Tentachas zu kämpfen. Am Ende vergiftet es mich sogar noch. Das wäre eigentlich interessant. Man könnte ein Stahl-Pokémon zum Vergiften bringen, indem man sein Pokémon jetzt vergiften lässt. Und dann, wenn es sich entwickelt zu einem Stahltyp, ist es dann vergiftet. Dann hätte man ein Stahltyp-Pokémon, was vergiftet ist. Was theoretisch nicht geht, denn Stahl kann man ja nicht vergiften. Ich habe einen neuen Bikini gekauft, das neueste Modell in diesem Jahr. Warum erzählst du mir sowas? Center, Marmelin. What does the fox say? Ding 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 ding. Okay. Safa. Verfolgung, ich wollte mein Pokémon nicht austauschen. Würde ich niemals machen. Schon gar nicht, wenn es kurz vor der Entwicklung steht. Und Lacke.
Boah, draußen ist es schon dunkel. Aber wir haben ja auch fast November. Die Uhren wurden ja schon bestellt. Scheiße, was habe ich getan? Oh, ich habe mich vertippt. Nein! So. Super schnell Musik. Und unser Pokémon entwickelt sich. So, in Zeitlupe. Damit es episch ist. Wir haben jetzt ein Empoleon. Europa wird uns gehören. Wenn meine A-Taste funktionieren würde. Waterloo entwickelt sich. Das dauert mir zu lang. Europa wird uns gehören. Wir haben ein Empoleon. Und jetzt erlernt die Attacke Wasserdüse. Die Attacke steht im Moveset drin. So, ich verlerne Blizzard. Blizzard war schon ganz gut. Aber die Attacke steht nicht im Moveset. Deswegen kommt sie weg und wird durch Wasserdüse ersetzt. Schauen wir unser Empoleon an. Jetzt haben wir einen voll entwickelten Wasserstarter. Die Werte sind Angriff 70, Verteidigung 79, Spezialangriff 86, Spezialverteidigung 83 und Initiative 66. Ausgeglichene Werte bis auf Initiativwert, der ist ein bisschen niedrig. Angriffswert auch ein bisschen niedrig, aber ansonsten ganz gute Werte. Okay, ich möchte diese Route noch fertig machen in diesem Part. Wenn wir schon dabei sind, und dann schaue ich am Ende des Parts noch nach, ob unsere Pokémon gemacht haben. Gyarados. Du stellst dich dem Kaiser in den Weg! War Napoleon ein Kaiser? Nee, der war ein Imperator. Du stellst dich dem Imperator in den Weg! Imperator! Wo ist mein Zeigefinger? Hier! Imperator, mach ihn platt mit! Das ist die falsche Attacke! Verdammt. Okay, der Imperator ist gelangweilt. Junge, noch einen Drachenwut und der Imperator ist gestürzt. Verdammt. Lake! Zieht er fast gar nichts ab. Kein Drachenwut. Okay, rest in peace, Imperator. Der Imperator wurde gestürzt. Nicht das erste Mal. Ich hätte ihn wahrscheinlich... Er heißt ja auch Empoleon. Da ist es gar nicht so verwunderlich, dass er gestürzt worden ist. Caesar. Frau Löwe. Der Löwe und die Echse. Der Löwe und die Seeschlange. Funkensprung. Experienze. Oh, wow, wow, ich habe einen Krampf im Bein. Und warum erzählst du mir sowas? Soll ich den Sanitäter rufen oder was? Puh, vergiss es. Du hast meinen Imperator getötet. Und Route 221. Nun gebe ich beim Schwimmen eine anmutige Figur ab. Nein, auf keinen Fall.
Ein Schalellos! Alle setzen sie Schalellos ein. Okay, fast alle. Okay, manche setzen Schalellos ein. Alle die westliche Form. Wir haben noch kein östliches Schalellos gesehen. Ein blaues. Bis jetzt nur westliche. Das ist irgendwie schade. Vielleicht begegnen wir ein paar, wenn wir auf dem Weg zur Liga sind. Da gibt es auch noch eine Wasserroute. Und bestimmt gibt es da auch ein paar Trainer, die setzen östliche Schalellos ein. Regentanz, verstärkt Wasserattacken. Ich sollte vorsichtig sein. Oh, das wird wieder so ein mega langer Part, glaube ich. Aber was soll's. Wasserrouten brauchen seine Zeit. Gastrodon. Ich wechsle zu Frau Löwe. Ach, ich bin so dämlich. Gastrodon ist ja ein Bodentyp. Das heißt, ich kann es gar nicht angreifen mit einer Elektroattacke. Was habe ich getan? Wenn es jetzt stirbt durch eine Bodenattacke, ist es mein Verschulden. Knirscher. Na los, senkt seine Spezialverteidigung. Body Slam ist okay. Keine Paralyse, bitte. Nicht paralysieren. Danke. Und nochmal Knirscher. Nicht verwirren, nicht paralysieren. Verwirren durch Body Slam. Oh, ich bin verwirrt. Na, Scheißendrech. Nein. Das ist schon besser. Und Knirscher. Ja, Flinklaue, sehr gut. Die Flinklaue trägt unser Pokémon, seit es noch ein kleines Shinux war. Ist das nicht süß? Und Level 37. Wir sind viel zu überlevelt, aber wir haben ja auch nur 4 Pokémon. Aber egal, es macht nichts. Das Liga-Niveau ist 60, das heißt, wir müssen unsere Pokémon jeweils noch ca. 20 Level trainieren. Mehr als 20 Level. Dann haben wir schon Pokémon für die Liga. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ein Angler! Überfall, gib mir deine Angel! Ich gebe dir meine Angel gerne, aber meine wahre Liebe gehört auch das Kämpfen. Scheißendrich hier. Nein, was mache ich da? Halt, ich verliere den Kampf. Nein, nein, nein. Jetzt hat er mich mit einem Supermove angegriffen. Was mache ich da? Ich drücke die falsche Taste hier. Sonnensensor. Lass mich hier wieder. So, jetzt. Scheiße, jetzt habe ich verloren. Seht euch das an. Ich spiele mit dem Schwertkämpfer. Ah, scheiße, Home-Taste. Wenn nicht, ich sehe es gerade nicht. Nein, scheiße, schon wieder. Warum drücke ich die Home-Taste dauernd? Oh, Finneon, ein neues Pokémon. Interessant. Finneon ist ein schönes Pokémon. Von dem Pokémon wünsche ich mir eine Mega-Entwicklung. Ja, das sieht nicht besonders atemberaubend aus, ich gebe es zu, aber die Entwicklung sieht sehr gut aus. Lumineon heißt das Pokémon, glaube ich, die Entwicklung. Hat auch einen sehr schönen Namen. Ich hatte das sogar auch mal im Team, als ich die Pearl-Edition mal gespielt habe.
Oder war es die Pearl? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann auch die Platin gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Pokémon war jedoch nicht so besonders gut, also fraglich, ob man sich das ins Team nehmen soll. Aber es sieht ziemlich gut aus. Und Gyarados. Und Funkensprung. Und das war's. Feenklaue. 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 Die Feenklaue. Das war's. Boah, so viele Experienzen oder Erfahrungspunkte, was auch immer. Spritz. So, hier ist ein Item. Nein! Ein wildes Pokémon, verdammt. Boyelin. Level 28. Wir haben Level 38, mein Freund. Okay, 36, aber 38 ist auch fast. Warum lässt du mich nicht fliehen? Ich hasse Füchse. What does the fucking say? Du stirbst nicht, ich hau ab. Alter! Lass mich fliehen. Zerfacht! Alter! Alter, wie mich das wütend macht, wenn mich ein Pokémon nicht fliehen lässt und mich ungetrost angreift. Fliehen! Danke! So, Petersdom tauschen mit Kampffalke. Okay. Honig, super. Jetzt die Items. Und schon ist meine gute Laune weg. Wegen diesem verdammten Bäuerlin. Naja. Diese Route ist sehr gut gebaut. Bäume und Gras. Mehr nicht. Super. Hier gibt es nicht mal Trainer. Okay, kaum Trainer, sagen wir es mal so. Gyarados, westlich. Das ist ja fast so wie Deutschland vor 25 Jahren. Ne, vor 25 Jahren darüber, sag ich mal. Vor mehr als 25 Jahren. Genau. Man muss die Deutschen von West und Ost unterscheiden. Genauso wie bei Gyarados. Man muss auch hier zwischen West und Ost unterscheiden. Geht man so zu einem Ausländer. Hey, hey. Where are you? I'm from Germany. From Germany what? West or East? West. Oh, correct. Da fühlt man sich wie ein Gyarados. Bestimmt. Mann! Was ist los, Gyarados? Jetzt auf einmal. Jetzt wo ich den Witz gerade erzählt habe, ja. Ich habe da irgendwas heraufbeschworen. Kein Gyarados mehr. Ich will dann dieses Häuschen. Ich wusste es. Die heutige Nummer ist 15. Zeig mir ein Pokémon Level 15, dann gebe ich dir eine Belohnung. Nein, ich habe kein Pokémon Level 15, oder? Nein. Und was man da bekommt, kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt, ein Pokémon mit Level 15 zu fangen. Ja. Ich glaube, da kriegt man eine Herzschippe oder sowas. Keine Ahnung. Gastrodon! Ich hätte diesen Witz nicht erwähnen sollen. Das habe ich jetzt davon. Jetzt werde ich von Gastrodons und Gyarados attackiert. Naja, immer noch besser als Boilins, die mich nicht fliehen lassen. So, hier endet, glaube ich, die Route, oder? Nein, da unten ist noch was. Na, die Route geht hier sogar noch weiter. Die geht ja hier noch voll weiter. Hey, warst du beim Burger King? Ich war gestern. War echt schön. Ich habe mir ein Big Mac bestellt.
Leg mich bei Burger King. Ich glaube, wenn man zu McDonald's geht und sagt, ich hätte gerne einen Whopper, dann scheißen sie dich total an, jede Wette. So unfreundlich die McDonald's-Mitarbeiter sind. Da sagen sie bestimmt, wollen sie mich verarschen? Oder sowas in der Art. Ja, oh verdammt. Hippopotas! Hippopotas, Bodentyp. Wird so, ich habe keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. So, Bodentypen können nicht angreifen. Flugtyp mit Bodenattacke. Wusstet ihr, dass ein Nilpferd das gefährlichste Tier der Welt ist? Habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Da wurde gesagt, das Nilpferd ist das gefährlichste Tier der Welt. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich würde eher einen Alligator oder einen wütenden Elefant als gefährlichstes Tier der Welt einschätzen, aber ein Nilpferd eher nicht. Ich meine, ein Nilpferd hat einfach nur eine übergroße Fresse, mehr nicht. Ein Elefant, der ist schwer, der ist muskulös, okay, muskulös er nicht, der hat einen Rüssel, damit kann er, den kann er als Waffe einsetzen, der hat Stoßzähne, ja, oder ein Alligator, der hat eine übergroße Fresse, ja, ein Hippopotas hat, also ein Nilpferd hat nur eine normal große Fresse, ein Alligator hat eine übergroße Fresse, der hat eine Beißkraft, die Tonnen, glaube ich, belastet oder so, die Tonnen, ja, eine tonnenstarke Beißkraft, ihr wisst schon. Nahkampf! Kleine Nilpferde töte ich gerne. Wie lange dauert der Part schon? Ich glaube eine Stunde fast, oder? Kann es sein? Ich weiß gar nicht, ich habe den Part jetzt zur Hälfte, ja, ich habe den Part ja in der Hälfte des Parts ja bereits unterbrochen, um mein Mikrofon zu fixen. Gut, dass ich es noch früh genug bemerkt habe. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt nicht früh genug bemerkt. Dann würde ich jetzt immer noch aufnehmen, ohne dass ihr mich hören würdet. Dann müsste ich alles wieder nachsynchronisieren, im schlimmsten Fall. Und ihr wisst, ja, wie ich es liebe, Sachen nachzusynchronisieren. Alter, was geht ab? Das sind nur Hippopotas, ja. Hippopotas, habe ich gesagt. Ach ja, Hippopotas hat dieselbe Fähigkeit wie Despotar, nämlich Sandsturm. Okay. Und fast Level 39 für Kampffalke. Du bist ein sehr enthusiastischer Trainer. Ach, findest du das? Gut, was wollt ihr denn? Wir bereiten alles im Park der Freude vor, aber ich möchte doch wissen, was man hier so alles machen kann. Okay, Park der Freude. Hier kommt man erst nach der Liga hin. Und zwar kann man im Park der Freude Pokémon aus der dritten Generation, also Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün. Von dieser Edition kann man Pokémon mittels diesem Park hier in die vierte übertragen. Das geht jedoch erst, wenn man die Liga durch hat. Dann kann man hier rein und sich die Pokémon von der dritten Generation übertragen lassen. Das macht der Park der Freude. Habe ich auch schon einmal benutzt. Die Leute bezeichnen mich als Ass-Trainer. Ich demonstriere dir die Fähigkeiten, die mir den Titel eingebracht haben. Hi Fred. Fred Feuerstein. Jabba dabba du. Oh, ich muss mein Pokémon heilen, sonst wird's noch gekillt. Das wird ein super langer Part. Der längste Pell-Part bis jetzt, glaube ich. Und Lord. Ich
wollte schon Luftschnitt sagen, aber diese Attacke kann unser Pokémon nicht einmal. Na super. Ich heile mein Pokémon und er zieht mir dieselbe Menge wieder ab. Notsituation, wie gemein. Jetzt haben wir dieselbe KP, super, Glückwunsch. 81 KP hast du also insgesamt. Sehr gut, danke für die Information. Nahkampf. Die Attacke ist normal stark. Wäre Staravia ein pures Flug-Pokémon, wäre die Attacke sogar nicht effektiv. Die Attacke ist nur deswegen normal stark, weil Staravia noch ein Normaltyp ist. Und Aeroas. Oder Aeroas. Was auch immer. Und Level 39 für Staraptor. Giraffarik. Oder Giraffarik, was auch immer. Ich weiß immer noch nicht, ob Giraffarik ein Psychotyp ist oder ein Normaltyp. Das habe ich ja schon in der zweiten Generation versucht herauszufinden. Da habe ich ja eine Schlägerattacke nicht einsetzen können von meinem Nebulak. Und die Attacke hat keine Wirkung gezeigt. Da konnte ich mir herleiten, dass es ein Normaltyp ist, weil Geister-Pokémon keine Normaltypen angreifen können. Dann habe ich aber in einem späteren Part das Garafarik mit einer anderen Attacke angegriffen, die sehr effektiv gegen Normaltypen ist. Eine Kampfattacke bestimmt, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte eine mit einer Psychoattacke, glaube ich, angegriffen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwas gemacht, wo ich dann herausgefunden habe, dass Girafarik doch kein Normaltyp ist. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob Girafarik ein Psychotyp oder ein Normaltyp ist. Natürlich könnte ich im Wiki nachschauen, wer es für ein Typ das ist, aber darauf habe ich keine Lust. Ich finde es witzig herauszufinden oder nicht zu wissen, welchen Typ Girafarik hat. Ich glaube, es ist vom Typ Psycho und Normal bestimmt. Ja, Psycho und Normal, macht Sinn. Wingull, dritte Generation, begrüßt mich. Die dritte Generation begrüßt mich. Meine Güte, warum tue ich jetzt da so undeutlich reden? So, TM Hyperstrahl. Ah, fast, Kreuzschere. Gut, also wenn ihr eine TM Kreuzschere haben wollt, dann müsst ihr diese Route hier bewältigen und ihr bekommt sie. Mogel, 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 du mogelst. Hey, Uta, dieser Baum, der mogelt. Mogelbaum. Nahkampf. Gut, dann ernte ich noch die Bären. Oh Gott, noch eine Trainerin bestimmt. Na, ich hasse diese wilden Pokémon. Ah, dich hasse ich am meisten. Du. Ja, genau, ich meine dich. Ich hasse dich. Wo bist du? Du bist über mich. Dich hasse ich. Du, dich werde ich eines Tages töten. Aber jetzt nicht. Eines Tages werden wir uns nochmal sehen, damit ich sie töten. So. Omnibären. Diese Bären braucht man in der dritten Generation, um Milotic zu bekommen. Man gibt sie einfach seinem Barschwar als Riegel und dann hat man ruckzuck ein Milotic, nachdem es ein Level abbekommen hat. Aber Barschwarz zu fangen ist ziemlich schwierig in der dritten Generation. In der vierten Generation ist es sogar noch schwieriger, einen Barschwarz zu bekommen. Da man Barschwarz nur an bestimmten Feldern fangen kann, die sich nach jedem Kampf erneut ändern.
So, ich glaube, das ist die letzte Trainerin. Du beabsichtigst, mich zu schlagen. Du weißt, ich bin ein Ass. Und ich bin ein Super Ass. Super Ass schlägt Ass. Ganz einfach. Kino, so heißt es Pokémon, okay. Ein Formwandler-Pokémon. Es verändert seine Form, wenn die Attacke Sonnentag eingesetzt wird. Was das jedoch für Vorteile bringt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es leider nicht. Und Meryl schon wieder oder nochmal, was auch immer. Ich würde mich freuen über ein paar entwickelte Pokémon. Nicht immer nur so Basis-Pokémon. Kinoso war ein entwickeltes Pokémon. Ja, entwickelt sich aus Kinokigis und zwei Kirschen, ihr wisst schon. Aber Meryl ist... Ja gut, Meryl ist eigentlich auch ein entwickeltes Pokémon. Es entsteht aus Azurill. Aber Azurill ist ein Baby-Pokémon. Das zählt nicht wirklich als Basis. Meryl ist immer noch ein Basis-Pokémon. Azurill ist erst ein entwickeltes Pokémon. Schlapor. Wieder ein Basisviech. Warum kein Mega-Schlapor? Mega-Schlapor wäre 20% cooler. Nahkampf. Wobei Schlapper ist sogar entwickelt. Da hab ich das Pokémon wohl gerade mit Haspiora verwechselt. Und Level 40 für Kampfweige. So wie ich das sehe, ich muss die Niederlage akzeptieren. So, gibt es hier noch was? Ich hätte einen Schutz noch kaufen sollen. Wingull, langweilig. Ein Shiny Wingull wäre viel cooler. Auch wieder um 20%. Aber ein einfaches Wingull ist 20% langweiliger. Okay, hier gibt es nichts mehr. Ich werde jetzt das Fliegen benutzen und nach Elysis zurückfliegen und schauen, ob wir ein Ei bekommen. Also gut, ja, aber immerhin, wir haben in diesem Part die ganze Route hier erforscht. Eine Wasserroute. So, es bleibt nur noch eine einzige Wasserroute, oder in dem Fall... Ja, das ist wirklich nur eine einzige Wasserroute, die hier ist. Ja, also nur noch diese Wasserroute und dann haben wir alle Wasserrouten in diesem Spiel schon vollständig gemeistert. Gut, gib mir mein Ei. Mein Spiegelei, mein Frühstücksmorgensei. Bitte. Okay, er will mir das eine noch nicht geben. Okay, macht nichts. Braucht wohl noch seine Zeit. Wir können im nächsten Part nochmal vorbeischauen. Leider bekommen wir unser Pokémon nicht mehr in diesem Part, aber es macht nichts. Wir haben immerhin dafür gesorgt, dass es sich jetzt entwickelt, sag ich mal. Ich kann nur hoffen, dass sich unsere Pokémon bald paaren. Währenddessen kann ich ja nochmal genau nachschauen in PokeWiki, wie genau es nochmal so abläuft mit dem Paaren. Und vielleicht was korrigieren, falls ich was falsch gemacht haben sollte. Was ich nicht vermute. Gut, also im nächsten Part werden wir weitere Wasserrouten durchsuchen. Wenn wir bis dahin unser Ei noch nicht bekommen haben, werden wir wohl weiterhin noch ohne unser
50 Team-Pokémon auskommen müssen. Und ja, also im nächsten Part weitere Wasserrouten. Macht's gut, euer Janka. Servus.